So, da es gerade lest, wollen wir den Kuchen natürlich auch essen. Schauen wir mal, hoffentlich ist er durchgebacken. Was meine ich? Hallo, willkommen auf dem Kanal Team Macho. Heute wollen wir einen Kuchen backen, einen Zitronenkuchen. Und dazu brauchen wir Mehl, Eier, Zitronenaroma, geriebene Zitronenschale, Backpulver, Butter, Zucker Zucker, eine Rührschüssel, und Salz, Milch. Milch und Selterwasser Und Mehl. und Mehl, haben wir ja schon gesagt. So, als erstes machen wir das Mehl. Und vermischen es mit dem Backpulver. Backpulver. Die Kleine macht das Backpulver rein, mach's rein. Ich bin nur dein Helfer. Genau. So. Genau, dann einmal durchmischen. Einfach so nur. Ja, genau. Bisschen noch, da ist noch weiß, schau. Jawohl, prima. Ganze Weiß mag ich. Ein Geist werde etwas Weißes suchen. Genau, dann machen wir unsere Eier rein. Das passt schon, du mal die Gabel raus, Bella. Und nach den Eier vielleicht die Milch Eierschale oder nehmen. den Zucker. Oder das da. Eier kann ich nicht machen, deswegen macht Papa die Eier. Genau. Jetzt ist die Kamera schon gedreht. Mama und ich hatten mal gezeigt, wie man Eier kracht und Mama hat mir davor geholfen. Dann muss unsere Butter noch rein. Jetzt in wieder Mehl haben wir schon. Manche Zucker oder was? Und Milch. dann müssen wir einmal mixen. Dann machen wir noch die anderen Zutaten rein. Einmal Zitronenaroma. Und dann machen wir das und dann die Die Milch ganze weiß ich, Milch. die müssen wir gleich schauen, ob wir die noch brauchen. So. Weil ich habe noch nicht alles. Dann brauchen wir noch die geriebene Zitronenschale. Es riecht gut. Oh, kannst du mal eine Schere besorgen, Bella? Wir brauchen eine Schere, um das aufzubekommen. Langsam laufen mit der Schere immer. Genau, Dankeschön. Ich halte sie immer So. andersrum. Und jetzt riecht es schon nach Zitrone hier. Schön locker wird, kaltes Selterwasser. Einfach noch ein bisschen. Genau. Und wenn es jetzt zu so dünn ist, kann man immer noch ein bisschen Mehl reinmachen. Das machen wir jetzt auch, weil es wird jetzt nicht so dünn. Tun wir noch ein bisschen Mehl reinmachen. Und vielleicht noch ein Milch. Milch brauchen wir erstmal nicht mehr.
Was hat er? Probier. Gut? Schmeckt lecker. Genau, wenn der so ein bisschen flüssig ist, der Teig so, dass er so leicht fließt, dann ist er okay. Kannst du auch irgendwann mal auch Schokoladenkuchen machen? Ich kann auch mal Schokoladenkuchen machen, aber jetzt heute mache ich einen Zitronenkuchen. So, Vorsicht bitte. Haben wir auch mal Erdbeerkuchen gemacht? So, dann bereiten wir unsere Form jetzt gleich vor, wo wir den Kuchen reinmachen. So, jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Margarine, um die Form einzufetten. Dass überall Fett ist, dass wir den Kuchen nachher auch wieder rausbekommen. Zu viel darf auch nicht sein. Alles schön einfetten, hier in der Mitte natürlich auch, dass er da nicht hängen bleibt. Genau, wenn alles eingefettet ist. Mache ich immer noch einen Trick, und zwar ich nehme immer ein bisschen Mehl noch. Oh, ein Trick. Und mache noch ein bisschen Mehl. Ganz leicht. Ein Trick. Ein kleines bisschen einstauben. Stauben? Was ist einstauben? Dass es ein bisschen so gesprenkelt ist mit dem Mehl einfach. Nur ein bisschen Mehlstaub hinmachen noch über die Margarine. Ich frage mich, ob wir vielleicht noch Streusel machen können. So. Dann auch noch Streusel. Und jetzt nehmen wir den Teig und machen ihn in die Form. Wenn der Kuchen fertig ist, können wir Streusel benutzen. Schauen wir mal. Dann hoffen wir, dass er ein bisschen hoch geht, der Teig. Ich drehe. Genau, du kannst ein bisschen drehen. Und ich kratze mal das alles aus, warte. Dass wir auch alles rauskriegen. Ist so warm. Warte, Bella, warte kurz beim Drehen. Ja, okay, ich warte. Ist viel geworden. Und wenn unsere Mischung stimmt, müsste er eigentlich hochkommen, der Kuchen. Bis fast nach oben. Streichen wir das. So machen. Weil es ein bisschen glatt streichen. Na Bella, der muss ja erst backen, der Kuchen. So. Genau. Wo er in den Ofen ist, wird er größer. Genau, und dann machen wir ihn in den Ofen. Und die Bella darf das zum Schluss noch ablecken. So, und der Kuchen geht jetzt für mindestens 45 Minuten bei 180 Grad. Bella, gib mir mal den Handschuh.
dass ich den Ofen zumachen kann. Oder ein Tuch. Ja. Schieben wir das rein. Klappe zu. Genau. Gebacken und dann müssen wir jetzt die Bella hält mal kurz das Stäbchen fest und geht mal ein bisschen auf Seite. Ich mache mal auf und dann müssen wir einmal reinpieksen, ob der Kuchen schon fertig ist. Genau. So, einmal raus, dann gibst du mir mal das Stäbchen bitte, Bella. Ja. Und dann pieksen wir einmal rein. Wenn kein Teig mehr hängen bleibt. Genau, dann ist der Kuchen fertig. Dann können wir diesen nehmen, ohne uns zu verbrennen. Nein, Papa, die Schuhe. Diese Handschuhe. Wo ich mich verbrenne, nehme ich diese Handschuhe. So, mein Assistent filmt jetzt und wir werden mal versuchen, den Kuchen rauszubekommen. Indem wir die Form einmal umdrehen. Ich hoffe, dass er dann rausgeht. Er kommt schon gerutscht. Oh Gott, jetzt ist er kaputt gegangen. Warte. Ist nicht kaputt gegangen. Tada! Film mal richtig so. Ein kleiner Kuchen. Der ist leider nicht so hoch gekommen, aber er schaut gut aus. Kannst du meine Kamera festhalten? Oh Mann, oh, ich will jetzt essen. Guten Tag, tut er. Er riecht gut. Ein kleiner Mini-Kuchen. Der riecht gut, der Mini-Kuchen auf der besten. Jetzt. So, dann machen wir noch ein bisschen Glasur. Das heißt, wir machen noch einen kleinen Zitronen-Dutch oben drauf. Ein Patch. Genau, jetzt müssen wir unseren Puderzucker erstmal ein bisschen sieben. Ach Gott, Alter. Was für ein Pop. Ja, das Sieb ist hier gebrochen jetzt. Das ist natürlich nicht passieren soll. Ich muss kurz Pause machen. So, last but not least wollen wir den Kuchen natürlich auch essen. Schauen wir mal, hoffentlich ist er durchgebacken. Was meine? Ja. Mein Teil? Ist nicht durchgebacken. Oh.
noch nass. Oder das so. Aber hier ist schön trocken. Guck. Warte. Ja. Hm. In dieser Seite schon okay? Ja. In dieser Seite nicht. Schauen wir mal.